United Way ist super lernwillig. Er will wirklich jeden Tag neue Aufgaben haben, will beschäftigt werden. Das macht unheimlich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. United Way habe ich direkt seit meinem ersten Tag, seit Oktober geritten. Wir haben erstmal angefangen, uns kennenzulernen, viele kleine Sprünge machen. Dann erstmal auf ein Turnier, dann ging es los im Dezember in Leck, war unser erstes Turnier in Ein-Sterne-M. Und dann ging es weiter, dann haben wir gesteigert, dann war im Januar Friedrichshulde-Turnier. Haben wir das erste 2-Sterne-M geritten und auch platziert. Wir haben immer wieder zwischendrin kleinere Prüfungen geritten, um ihn behutsam aufzubauen, dass er Vertrauen bekommt. Und dann war es irgendwann soweit im Mai in Niebüll. Da hat er seine erste S-Platzierung gehabt. Und dann habe ich ihn ein paar 1-Sterne-S geritten. Dann ging es relativ schnell beim Landeschampionat hier in Elmshorn. Da, weil er sehr gut gesprungen ist im 1-Sterne-S, dass ich mich dazu entschieden habe, oder wir gemeinsam uns dazu entschieden haben, ihn 2-Sterne-S zu reiten, und da war er auch direkt platziert. Und jetzt zuletzt in Hörrup war er alle 3 Springen der großen Tour platziert, 1-Sterne-S, 2-Sterne-S, und weil er das auch so super gemacht hat, bin ich ihn dann das erste Mal 3-Sterne-S geritten, und weil ich ein richtig sicheres und super Gefühl hatte. Und da war er dann auch direkt Doppel-Null und war 5. Was super ist bei United Way, ist einfach das Gefühl über den Sprung. Er gibt einem so ein gutes, einfaches Gefühl, dass jetzt wirklich über ganz hohe Oxer, wie jetzt zuletzt in Hörrup auch im 3-Sterne-S, das fällt einem super leicht und ja, macht einfach Spaß, in solche Springen zu reiten.